Hallo und einen schönen guten Morgen. Beim schwersten Terroranschlag in der Türkei seit 5 Jahren sind in Istanbul am Abend mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Nach Behördenangaben wurden mehr als 150 Personen verletzt. Mehrere schweben noch in Lebensgefahr. Den Ermittlern zufolge war zunächst ein Sprengsatz auf einem belebten Platz der Stadt detoniert. Als Passanten zu Hilfe eilen wollten, habe es eine zweite, deutlich stärkere Explosion gegeben. Türkischen Medienberichten zufolge vermutet die Polizei Rebellen der PKK hinter dem Anschlag. Beobachter verwiesen allerdings auch auf die heutigen Beratungen des Verfassungsgerichts über ein mögliches Verbot der Regierungspartei AKP. Das Thema hatte die Türkei in den vergangenen Monaten tief gespalten. Der Partei von Ministerpräsident Erdogan wird vorgeworfen, gegen die Verfassung verstoßen zu haben und eine Islamisierung der Türkei anzustreben. Ein Verbot der AKP dürfte den EU-Beitrittsprozess weiter belasten. Mitten in der Urlaubszeit hat der unbefristete Streik bei der deutschen Lufthansa begonnen. Seit Mitternacht müssen sich Passagiere auf Verspätungen und Flugausfälle einrichten. Schwerpunkte sind laut Verdi Frankfurt und Hamburg. Wie Verhandlungsführer Ott der FDD sagte, sollen sich die Streiks zunächst auf die technische Infrastruktur konzentrieren, wie Wartung und Instandhaltung. Allerdings ist noch offen, wie viele Beschäftigte am Boden und in der Kabine sich am Streik beteiligen. Lufthansa hat ein Bündel von Maßnahmen angekündigt, um die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten. Die Gewerkschaft Verdi fordert für die rund 50.000 Mitarbeiter 9,8% Mehrlohn bei einem Jahr Laufzeit. Lufthansa hatte zuletzt 6,7% geboten bei 21 Monaten Laufzeit plus Einmalzahlung. Der Kölner Versicherungskonzern Gerling hat nach FDD-Informationen Telefon- und E-Mail-Daten seiner Mitarbeiter ausspioniert. Ziel war es, zwischen 2002 und 2004 eine undichte Stelle im Unternehmen zu finden, nachdem interne Unterlagen an die Presse gelangt waren. Die heutige Gerling-Mutter Thalangs bestätigte inzwischen die Informationen. Die deutschen Automobilkonzerne drohen mit Abwanderung. Sollte die Welthandelsorganisation WTO die Handelsbarrieren in Märkten wie Indien und Brasilien nicht abbauen, bleibe den Konzernen nichts anderes übrig, als dort zu produzieren, sagte VDA-Geschäftsführer Bräunig der FDD. Dies gefährde Arbeitsplätze vor allem in Europa. In Hamburg wird heute der erste A380 ausgeliefert. Doch nach FDD-Informationen kracht es hinter den Kulissen gewaltig. In dem Riesen-Airbus steckt noch immer zu viel Handarbeit. Danach ist EADS von einer industriellen Produktion noch weit entfernt. Der Zeitplan für die Automatisierung wackelt, hieß es im Konzern. Ein Manager sagte wörtlich: Wir stecken tief in der Eine wahre Flut von Zahlen wird die Anleger in dieser Woche auf Trab halten. Mit dabei sind unter anderem Alcatel-Lucent, Sony, SAP, Bayer, Lufthansa, EADS, die Deutsche Postbank und so weiter und so weiter. Und in der Nacht gab es dann noch diese Unternehmensmeldungen. Der Finanzinvestor KKR plant noch in diesem Jahr den Börsengang. Die Bewertung soll bei bis zu 15 Milliarden Dollar liegen. Und das Wall Street Journal meldet zudem, dass Motorola seine Netzwerksparte aufspaltet, um den Verkauf zu erleichtern. Hier erstmal die aktuellen Börsendaten. Der Dow Jones notiert bei 11.371 Punkten. Der Nikkei steigt am Morgen um 0,8% auf 13.436 Zähler. Der DAX startet mit 6.437 Punkten in die neue Woche. Und der Euro, der notiert etwas leichter bei einem US-Dollar 56,94. Ja, ein wichtiger Termin mit tollen Bildern ist sicherlich die Auslieferung des ersten A380 in Hamburg. Daneben stehen folgende Termine im Fokus. In München fällt das Urteil im ersten Siemens-Prozess. In Nürnberg legt die Gesellschaft für Konsumforschung GfK eine Konsumklimastudie vor. Und in Dublin legt Ryanair seine Zahlen für das vergangene Quartal vor. Das war's für heute mit Business AM. Nun wünsche ich Ihnen einen guten Start in die neue Woche und wir sehen uns, wenn Sie möchten, morgen früh wieder. Machen Sie es gut. Tschüss.